Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir stehen mit unserem wunderbaren, supergeilen F2000 in Kosovo und haben hier schon mal einen Trailer dran mit ganz heiße, feinste Ware. Warte mal, das ist hier, hier oben haben wir ein Dacia. Dann haben wir noch mehr Dacia, 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 Dacia. Ja, die Dacia, die fahren wir nach Rumänien, glaube ich, war das richtig. Wir gucken mal und zwar nach Galaz. Und Galaz liegt in Rumänien. Genau, da führt die Reise hin. Ist auch dann schon weiter Weg, glaube ich. Deswegen starten wir mal der Motor und dann legen wir mal los. Wir haben zu fahren insgesamt 822 Kilometer und wir kriegen dafür 44.000, nicht 24. So, in 13 Stunden sind wir da. Wir müssen in 10 und eine halbe Stunde pennen. Heißt, wir müssen Zwischenstopp einlegen. Licht an und Action. So, mal gucken, dass wir hier erstmal heile vom Hof. Warte mal, was wiegen die Dinger? 7 Tonnen. Sind aber leichte Autos. Hä? Naja, okay, der Preis muss ja irgendwo herkommen für die Dinger. Sag mal, ist da keine Innenausstattung und keine Motoren und nicht drin oder was? Der putzt ja immer noch die Scheiben seit dem letzten Mal noch. Naja, okay. Ach, oh, was ist das denn? Okay. La Ferrari. Oh, wo ist denn hier so ein dicker Verkehr jetzt? Guck mal, hier fährt ein Ferrari und dann so ein Ding. Okay, Polizei, ja. Jetzt ist aber hier die Luft nicht frei. Komm. Action. Jetzt ist mir wurscht. Wir sind jetzt dran. Gelber Lancer. Oh, die sehen aber auch nicht gut aus in Gelb, wenn da Janisch dran ist. Ne? So die nackige Version. Nichts gut, das. Leute, ich habe absolut keine Ahnung, wie weit wir heute kommen, wo wir hinfahren und was überhaupt. Ja, was uns erwartet? Wir werden sehen. Könnte spannend werden, könnte spektakulär werden, könnte auch hochgradig langweilig werden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier runter. Wir fahren mich in unerforschte Gefilde und das könnte spannend werden. Ui! Was ist denn das hier? Sag mal, wer baut denn so einen Müll? Guck dir doch mal an hier, da steht da. Das, ey, hallo? Die geht ja schon mal gut los hier. Wer baut denn sowas? So. Dafür nämlich. Aber der einzige Vorteil ist nicht unser Trailer. Die Reifen, das ist mir wurscht. Na, wenn sie uns die in Rechnung stellen, ich habe Videobeweis. Können sie sich von der Gemeinde die Kohle hier wiederholen. Ich habe die Sache nicht konstruiert. Und die schönen scharfkantigen Bordsteine. Ist ja logisch. Was denn? Oh, guck mal, das passt schon besser hier. Okay. Ist ja nicht mal so LKW-freundlich. Muss man ja mal sagen. Da sind die Düsen jetzt wieder am Start. Also optisch ist das schon geil hier. Na? Wir fahren viel zu flink. Warte mal, was ist denn mit Tanken? Komm, wir sind mal mutig. Wir fahren mal weiter. Nur ist eh vorbei. Jetzt sind wir durch. Das Thema hat sich erledigt, aber vielleicht treffen wir irgendwo nochmal eine Tankstelle und dann können wir da vielleicht ein bisschen mit Geld handeln und dafür den Sprit bekommen. Das wäre doch was. Was noch interessant wäre, wie schnell dürfen wir hier auf der Autobahn fahren? Ich weiß das nämlich nicht mehr aus dem Kopf. Nee. So. Einmal rüber, aber hier ist ja nicht los auf der Autobahn. Das ist aber fantastisch. So. 85. Na dann los. Hat natürlich den Vorteil, wenn die ganzen Autos auf den Trailer nur schwiegen und wir dann nur 7 Tonnen hinten dran haben, dann können wir hier übelst lang ballern, weil, ne? Oh, warte mal, wir sind so flink. So. 87 ist okay, ne? Sind wir 2 drüber. 88 wäre besser. So. Haben wir. Voll geil. Aber guck mal, wie leid. Was sind denn das für Jets? Die sind ja ultra leise. Das ist ja unser LKW lauter. Verrückt, wie fortschrittlich diese Technik. Bin verblüfft. Aber nun. Na, ich sag, guck mal hier, diese KI-Autos, die sind schon hässlich, ne? Wenn wir hier Fahrzeuge haben, die mod-generiert im KI-Verkehr mitspielen, die sehen ja um Welten geiler aus. Also diese Jizzycat Car Traffic Packs, was es da gibt. Völlig andere Welt.
Ich meine, das ist schon okay. Man kann wenigstens voll Kanne erkennen, was das sein soll hier. Das sind hier auf jeden Fall oben das da, hier Dacia Duster und da unten, wie heißen die Dinger? Genau die Dinger, ne? Habe ich gerade den Namen nicht im Kopf. Habe ich jetzt auch keine Lust nachzugucken. Guck mal, Firma Raben fährt hier auch rum. Okay. Weit ab vom Schuss, aber sind am Start. So. Ist eigentlich ganz schnuckelig hier. Was ist denn das hier? Achso, wir verlassen gerade die Autobahn, wie mir scheint. Ja, die Autobahn wird zum Kreisverkehr. Kennt man ja. Guck mal hier. Das ist aber voll geil, oder? So ein alter Hobel? Fetzt ja wie Sau. Hallo! Hä, sag mal, fahren die nur so einen alten Gurken rum, oder was? Na klar, wieder so ein Teil ohne Dach da vorne. Na, aber wirklich mal, ne? Das ist mir, glaube ich, letztes Mal schon aufgefallen, dass wir hier KI-Verkehr immer passend zur Nationalität rumfahren haben. Das finde ich geil. Auf jeden Fall. Ja, hier kommt eine Tankstelle. Wollen wir mal drin plempern? Wir sind halb leer. Ich habe keine Ahnung, wann hier das nächste Mal die Möglichkeit kommt, dass wir am Kraftstoff rankommen. Wir werden dem guten Mann oder Frau hier hinter der Kasse mal ein bisschen Geld schenken. Im Austausch gegen ein bisschen Diesel. Wir werden mal richtig voll kleckern hier und dann schauen wir mal. Was kosten hier 1,80 der Liter? Habt ihr einen Platten? Das ist ja wie in echt. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, ist aber nur für Touristen so teuer, wa? Kann ich mir vorstellen. Alles klar. So, und jetzt werden wir wieder richtig durchgefilzt, ne? Schön mit Hose runter und bücken und so. Alles immer, komplett. Einkommen, 3000. Guck mal hier, so teuer war Sprit jetzt mit dem doch nicht mehr. Dürfen wir hier lang fahren? Wir dürfen hier nicht lang fahren. Aber wir kommen da hinten nochmal rüber, ne? Für alle, die nicht checken, so wie für uns zum Beispiel, wir haben hier nochmal die Möglichkeit, Spuren zu kreuzen. Hier hinten müssen wir nämlich hin. Warte mal, können wir die Bahn auch nehmen hier? Ja, können wir auch. Müssen wir nur gucken mit den Bordsteinkanten, aber irgendwie passt das hier anscheinend. Wir sind hier übelst schnell am Durchrasen. Multipass. Abfahrt. Nichts passiert. Vielen Dank. Schönen guten Tag für Sie. Jetzt müssen wir noch wiegen fahren. Ihr habt doch schon wieder Lack gesoffen. Das ist doch... Hau ab! Hau ab! Ich habe hier eine Mission. Bleib stehen da. Die mir sagt, die wollen gucken, wie schwer ich bin. Ja, ja. Kann ich auch. Fetzt, wa? So, haben wir beide so ein Ding. Da staunste. Ne, wir müssen hier rauffahren. Haben die gesagt. Aber haben sie uns gesagt, wo wir schon dran vorbei waren. Das war Schikane. Das ist, weil wir Touristen sind. Ich sag dir das. Was ist denn jetzt hier? Dahinter, ne? Ne, willst du mich... Hallo? Okay, wir fahren uns an die Schranke. So. Dankeschön, 22 Tonnen. Boah, was? Warte mal, wenn die Fracht nur 7 wiegt, wo kommen denn die anderen? Wow. Na klar, wenn wir alle... Och nö, jetzt überholt uns hier hin zum Kunstmann. So, wir fahren hier in, was auch immer das hier ist, für eine Straße rennen. So. Vordrängeln, ne? Rechts vor links, ihr wisst Bescheid. Also, das kennen die hier. Das funktioniert schon mal. Sehr schön. Und diese Eier haben wir hier Landstraße. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Was steht da denn? Ein Trecker. Guck mal, hier war ein cooles Auto zu Hause. So, Kollege, hier sind 70. Was hältst du von Jassi? Ich hab grad keinen Bock zu überholen, weil da ist eine Kurve, die ich nicht einsehen kann. Ich sage, nee, das kannst du vergessen hier. Das lassen wir mal lieber. Aber hier, ey, wow, er fährt wirklich 70. Ich meine, er wird anscheinend an jeder Kurve und überall runterbremsen und führt auf 30 oder was? Keine Ahnung. Ich habe mehr PS als du. Was? Halt. Was? Mann, bleib stehen, ich wollte lesen, was auf deinem Spritzlappen hinten dran steht. Ich fand das nämlich gerade voll cool. Irgendwas mit Endgeschwindigkeit. So schnell war ich denn doch nicht. Warte! Jetzt pässt er ab, ne? Hä, wie schnell fährt der denn? Den KI-Verkehr mag ich aber. So, warte mal, jetzt müssen wir doch wieder rankommen. Ich muss den lesen. Hinten bei ihm auf dem Spritzlappen. Da steht was dran, Leute.
Alter, der knackt ja mit 90 durch. Der ist genauso bescheuert wie wir. So, ich habe mehr PS als du Endgeschwindigkeit. Alles klar. Na, habe ich ja doch alles gelesen. Ich dachte, da fehlt noch was. Naja. So. Da kommt eine Chimera. Waren wir schon bei der Chimera? Die ist lila. Heißt, wir waren da schon mal. Stimmt, hier war diese geile Ortsdurchfahrt. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich sehr hübsch hier. Kann man mal so lang fahren. Genau, und hier haben wir abgeparkt beim letzten Mal und haben uns hier einen Rundumblick gegönnt. Allein schon das Pflaster. Oh, der hat aber auch nicht das alle Auto geschnitten da gerade. Das ist voll geil. Das ist wie in so einem Alpendorf oder sowas. Oh, wie schön. Also 2000 Kilometer möchte ich so nicht fahren, weil dann brauchst du gefühlt 2 Wochen, aber... Ey, was ist denn hier? Ach, hier ist eine Ampel. Entschuldige, ich nie gesehen. Ich dachte schon, hä, was hat er denn jetzt? Vor allem der dahinter, ne, der raucht immer direkt eine Rückleuchte ran. Hört aber, ja, guck mal, ja, da war Felgen, aber er putzt, der Kollege. Ordentlich mit Chrom. Der hat alle... Planschlösser poliert. Gucken dir an. Der hat wohl lange Standzeit gehabt, wa? Naja. Kann man ja mal machen, wenn man zu viel Elsterglanz hat oder so. Nur ein bisschen polieren. Wir sind Es sei gar richtig gepennt, ey. Wir müssen... Wir haben eine neue Lampe auf dem Dach. Geil, wa? Für den Lampenbügel, die nehmen wir mit. So. So, noch immer rüber. Dann mal, ihr habt zwar Schaden? Nö. Wie geil. Das juckt hier ja keinen, ist ja geil. Wenn du dir ist ja auch keiner, außer wir. Oh je. Oh Gott, das ist aber hochgradig unangenehm. Und den hat hoffentlich keiner gesehen, ne? Ja, nun. Ich werde da voll geradeaus in diese Wand gefahren. Ich habe da gerade ja nicht drauf geachtet, dass wir da voll hart links abbiegen müssen. Nun denn, komm, wir geben Gas. Hier vorne kommt nochmal eine Mautstation. Aber ich glaube, jetzt werden wir erstmal nur registriert und dürfen durchfahren, ne? Hier kannst du richtig ballern. Genau, hier wird erstmal nur... festgestellt, dass wir die gebührenpflichtige Straße befahren. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich finde das hier echt nicht hässlich. Kann man mal so machen. So, dann fahren wir auf die Autobahn. Das ist supi. Da können wir mal ein bisschen Stoff geben. Ich glaube, 85 war hier vor Autobahn. Wir fahren hier permanent so schnell, aber anscheinend juckt es hier überhaupt keinen. Wir können in der Stadt die Lampen abbauen, juckt überhaupt keinen. Als wäre da eine Tagesordnung, keine Ahnung. Mir sollte recht sein. Boah, schön auf Kurs bleiben. Solange wir keinen Strafzettel oder sowas kriegen, ist alles okay. Einkommen, 1700 von Alvin Chipmunk. Naja, denn, Dankeschön, weitermachen. Guter Mann. 90, geil, Tempomat drin, lass knacken. Das nehme ich doch ja, ne? Jetzt können wir mal ein paar Meter machen, das ist schön. Ich hoffe nur, wir hämmern hier nirgendwo gegen. Ich habe Talente, ne, bekanntlicherweise. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass dieser LKW ja nicht mal so hässlich ist. Unter Umständen eventuell das ein oder andere Mal vielleicht, oder? Ja. Gut. Ey, warte mal, wir haben da schon ein paar Kilometer weg, oder? Das ist echt nicht schlecht. Na komm, ruf, Junge. Komm, ich mach dir Platz hier. Das ist wie in echt, ne? Ende vom Beschleunigungsstreifen erstmal bremsen. Da ist halt die Welt zu Ende. Da darf man hier rüberfahren über die Linie. Ich weiß nicht, wer den Leuten das so beibringt, aber... Naja. Horos. Das soll bestimmt Logistik heißen. Auf einer anderen Sprech.
Aber 90 fahren, das ist sehr angenehm. Da fühlt man sich fast, als wäre man schnell. So, jetzt fahren wir den voll vor der Karre. So, weil der fährt bestimmt hoch. 89? Ja, wie cool, warte mal. Viel bessere Lichtverhältnisse. Den müssen wir schnell mitnehmen. War das gerade ein Golf mit Frontscheinwerfer? Voll getuned. Das ist ein Hammer. Hier kommt die nächste Tanke. Hier hätten wir auch noch ein bisschen Diesel drin blempern können. Warte mal, was kostet hier der Liter? Zeig! Ih, nee, hier ist viel teurer. Dann haben wir alles richtig gemacht. Aber jetzt wird der Verkehr hier fett. Was ist denn hier los? Freitag ab 1 macht hier jeder seins. Die sind alle auf dem Heimweg, oder? Guck mal hier. Aber ist alles noch sehr, sehr, sehr im Rahmen. Sehr schön, sehr angenehm. Nebenbei bemerkt, ich mag die Katze mit dem Astloch. Da auf dem Wimpel. Ha! Voll geil! Wow. Entschuldigung. Nichts passiert. So, wir verlassen euch leider. Hier scheiden sich unsere Wege. Wir müssen einmal abbiegen. Und dann fahren wir hoffentlich auf die nächste Autobahn. Ich habe keinen Bock, hier Landstraße weiter zu eiern. Autobahn wäre schon toll, weil die 90 km/h, die haben mir geschmeckt. Fandet gut. Okay, jetzt müssen wir erstmal abdrücken hier. Dann werden wir die Autobahn wohl verlassen, so wie den Anschein hat. Das ist aber knapp bemessen hier, Leute. Also, ne? 34 Euro, ne? Denn das ist ein teurer Kaffee, den hier. Eieiei. Mach auf hier. Tschüss, wie geht's? Schönen guten Tag für Sie. Wir hauen ab jetzt. Diese ollen Baustellenbarken hier. Das ist alles eigentlich fertig mit dieser ollen Leitplanken. Bin ich jetzt nicht so der Freund von? Das ist wie in Skandinavien, da hast du irgendwie ja keinen Platz. Und jetzt stell dir mal wieder vor mit einem Schwertransport. Da bist du doch total aufgeschmissen hier. Da kannst du hier die Army anrufen, dass sie dir mit einem Lastenhubschrauber darüber heben. Das ist ja wow. So, hier ist wieder Sprit. 1,88 ist genauso teuer. Was ist denn hier los? Da war richtig gut getankt. Für 10 Cent weniger den Liter. Hey, ihr habt jetzt zu tun, ihr könnt mich doch nicht kontrollieren, sag mal. Da sind die Nächsten. Wegelagerei nenne ich das, kann ja wohl nicht wahr sein. Also hier könnte man pennen. Okay, sieht bestimmt ganz cool aus, oder? Ah, komm da vom Bordstein runter, Junge. 4400 von Boris. Das ist schön. Also viele fahren sind wir noch nicht, oder? Der einzige Vorteil ist, wir können hier richtig ballern, weil hier juckt es gar keinen. Wenn Polizei von vorne kommt, müssen wir halt mal ganz hart im Anker, aber sonst können wir hier richtig durchhämmern. Es sei denn, der Kurvenradius, der wird so spitz, dass es uns raustreibt, dann vielleicht nicht so. Hey, was? Sind wir hier auf Sylt oder was? Oder auf Rügen? Wo ist denn das, wo hier die ganze Erde mal abfliegt? Guck dir das da mal an hier. Wenn es mal richtig hart regnet, dann ist doch die Straße wieder voll mit Zeug. Das bröselt doch alles runter hier. Das ist aber keine befestigte Fahrbahnbegrenzung. So, da vorne ist irgendwas. Ach so, eine Kreuzung. Nee, doch, nee, warte, hä? Sieht voll geil aus hier. Timber Turtle, was? Die Holzschildkröte. Timber Turtle ist eine Firma. Oh, ich hätte so gerne jetzt eine Ladung mit Holz. Verdammte Hacke, das wäre geil. So einen schönen Rungen-LKWs und so einen Rungen-Trailer voll mit Baumstämme. Das wäre doch was. Ah ja, lass mal kicken. Uftri. Da, oder? Hallo? Auf. Nein. Da. Das ist ja richtig falsch. So, Frachtmarkt. Können wir gerade nicht drauf zugreifen, ne? Ah, weil wir im Auftrag sind. Der fängt, Mann. Schade, ich wollte kicken, was hier gibt. Wäre nämlich cool. Da ist die Timber Turtle. Da hinten fette Firma. Die haben sie eine Feuerwehr.
Da machst du nichts. Guck mal hier, Baumstämme. Das meine ich. Sieht doch cool aus. Er sitzt da. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Sag mal, ist das hier eine Ortschaft oder was soll das sein? So ein Durchfahrtding, oder? Ich glaube ja. Ne, Leute, jetzt mal ohne Mist. Ich finde es hier schön. Wie wir hier fahren tun. Auf jeden Fall. So, wir dürfen hier 70 fahren. Das erzählen wir in einem Deutschland. Autobahn 90, Landstraße 70 mit einem LKW. So, hier ist wieder Polizei. Da die Multitasking fähig sind, müssen wir hier aufpassen. Den hat er mit ENO gesehen vorhin beim Vorbeifahren. Man hat doch gleich Firmenadresse alles gehabt, nur beim Vorbeifahren. Dann wusste der gleich Bescheid. Ne? So, da vorne werden wir wieder kontrolliert. Die sind streng. Die sind hier sehr, sehr streng. Da, hallo. Ich hab dich gesehen. Ah, das ist... Wow, Schild. Das ist ja doch sowas wie Grenzkontrolle gewesen oder hier. Na, sag schon, BAG oder Zoll oder sowas, oder? Der war doch keine Polizei, nicht. Haben wir hier Ländergrenze? Kann sein. Und da vorne fährt Polizei. Nein, wir dürfen nicht schnell fahren. Prüfe Papiere, alles in Ordnung, gute Fahrt. Schön. Sehr schön. Danke, auf Wiedersehen. Na, dann pesen wir los. Yeah. Ich meine, das weiß ja nur jeder, was wir hier haben. Ne? Wir fahren hier mit Autos. Das andere Ding ist... Die Autos haben so viel Potenzial für irgendwelche Schmuggelgeschichten. Du kannst ja irgendwie in jeden Hohlraum oder hinter irgendwelchen Verkleidungen kannst du irgendeinen Müll drin stopfen. Oh. So, ich hoffe, wir haben alle eine Bleischlippe an. Jetzt werden wir geröntgt. So, die Autos, die zerrt dadurch, das ist mir egal. Röntgenkontrolle erfolgreich abgeschlossen. Sie können, ja. Dankeschön. So, jetzt werden wir nochmal kontrolliert. Prüfe Ihre Papiere, bitte warten. Punkt, Punkt, Punkt. Dankeschön. So. Ich sag ja, die sind hier streng. Aber geht recht flink, ne? So, Max Bögel, alles ist hier vertreten, ne? Deutsche Firmen immer da. Bulgaria. Super. Wir haben noch 530 Kilometer. Jetzt ist die Frage. Ist das die Hälfte? Nee, noch lange nicht, oder? Ich hau mal, warte mal, jetzt haben wir hier 74, nee, 73. So, ich habe bei 73 einen Tempomaten drin. Dann dürfte doch hier eigentlich nicht schief gehen. Dann brauchen wir uns nämlich geschwindigkeitstechnisch keine Platte mehr machen. Wir haben hier jetzt kurz vor 4 Uhr Freitag. Ich würde noch ein bisschen fahren. Bis uns hier irgendwie das Licht langsam aussieht, oder? Und dann kriegen wir mal, wo wir schlafen. Weil wir haben in 8 Stunden den Ort des Begehrens erreicht und wir sind in 5 Stunden leider verpflichtet, schlafen zu gehen. Das heißt, kurz vor Ziel ist wieder Zapfenstreich. Okay, das ist nicht schlimm. Ja, guck mal hier, ey, du kannst hier mit 70, was, mit 70 durch diese komischen Ortschaften hier durchhämmern? Die hätten bei uns schon wieder hier 30 so eine komischen, sie fahren zu schnell Schilder angeschrien, ja. Da hinten ist eine fette Brücke. Und ich glaube, so wie das Navi das uns erzählt, fahren wir darüber. Das ist toll. Geil. Guck mal, so eine fette Hängebrücke. Und ich glaube, wir fahren da wirklich rüber. Oh, ich merke gerade, die Bremse haut ganz schön rein bei dem Onkel hier. Wahrscheinlich, weil das Zeug auch nicht so viel wiegt. Heißt, der schiebt nicht so doll. Einkommen 300. Na, siehste. Ist das hier Autobahn? Ja, 90. Wir dürfen hier richtig ballern. Das ist geil. Guck mal, hier gibt es auch ja keinen Beschleunigungsstreifen oder sowas. Du bist einfach drin. Okay, wir sind dann doch wieder nur auf der Landstraße. Hä? Jetzt ist es wieder 90. Willst du mich verarschen? Hallo? Jetzt will ich da hinten aber rüberfahren. Bitte. Machen wir auch. Geil.
70, Manu. 50, hä, wieso denn? Weil über uns die Eisenbahn fährt oder was? Guck mal, die sind streng und die sind schlau. Wahrscheinlich sagen die, jetzt können wir wieder nur, ach komm, ist wieder 60. Ihr habt richtig Bock auf sowas, ne? Hier ist ja, wow. Wahrscheinlich sind die streng und schlau und denken sich, ja komm, wenn die langsam fahren, dann leidet die Brückenkonstruktion nicht so und dann brauchen wir da in die nächsten 10 Jahre keine 8 Millionen Dollar drin drücken, um das Ding zu refinanzieren oder zu restaurieren. Die sind richtig clever, die Jungs. Ist ja Doppelfluss. Ich finde Brücken mega. Kenne deine Grenzen. Neues Achievement. Okay. Wir fahren so schnell auf jeden Fall. Das ist auch eine Grenze. Findet ihr voll hübsch. So, was ist das hier? Oh, das ist aber eine geile Landesgrenze. Leute, über die Brücke kommt ihr übrigens nach Rumänien. Ja, stand da auf dem Schild. Wurde uns so verraten. So, jetzt können wir mal richtig Feuer geben, oder? Wir müssen hier auch gleich wieder runter. So, wir haben fast 17 Uhr. Ja, die Uhr, die rennt aber. 450 Kilometer noch knapp. Ja, witzig, jetzt ist die Hälfte. Wir fahren dann noch 7 Stunden. Alter, das ist aber dann wirklich bloß Landstraße, oder? Ich meine, von mir aus, aber... warte mal, wie viel Restzeit haben wir noch für den Auftrag? 18 Stunden. Wenn wir jetzt schlafen gehen, dann könnte das enge werden, oder? Was macht denn ihr hier? Ach, hier ist 50. Verstehe schon. Dann habe ich nicht gesagt, ich will mir keine Ärger einhandeln mit euch, ja? Dankeschön. Ja, ja. Jetzt sind wir hier in Amerika, oder was? This is America. So. 30, ihr könnt mich mal, ich fahre hier schneller. So. Ja, ja, ich weiß, ich muss hier wiegen. Ich war schon mal drüben in Amerikanien, ich weiß, wie der Hase läuft. So, Wiege, 22 Tonnen, hätte ich gesagt. Dankeschön, weiß ich doch. War vorhin so, ist immer noch so. Sei denn, ihr habt mir irgendwo drin gepackt in meine Autos, die Dentenhook. Oh Gott, ich dachte gerade, der fährt mir hier hin. Multipass. Aber könnt ihr das nicht einscannen und zur nächsten Behörde weiterschicken? Das ist totaler Quatsch, ey. Ich meine, ihr wollt wahrscheinlich auch eine Daseinsberechtigung haben, um hier zu kriegen, aber... Ja. Sag mal, ist hier neben mir einer noch? Nö. So, den Rasthof... Nee, Quatsch, ich wollte sagen, hier ist ja kein Rasthof. Das war eine Zollkontrolle. Weil das blau war, das Emblem auf der Map, dachte ich mir, hä, hier kann man parken? Nee, da müssen wir uns jetzt aber mal langsam einen Parkplatz suchen, oder? Ey, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Na, das ist ja eine Graupelei hier. Wann ist denn hier nächstes Mal Parkplatz am Start, hallo? Boah, mit Werkstatt, cool, lass mal da rinfahren. Da kann man seine Garage kaufen. Wollen wir hier eine Garage kaufen? Wir haben echt viel Asche. Krajowa. Lass mal in Krajowa eine Garage kaufen. Das machen wir. Einfach weil ich gerade Bock habe. Wir sind fast Millionäre. Wir müssen die Kohle wegmachen, sonst kommt das Finanzamt. Das ist ja wieder ein schlauer Schachzug. Hat den Vorteil, wir können hier fahren. Ey, hör doch. Was ist denn mit dir falsch, Kollege? Fahr doch, Junge. Der Bus, der beißt nicht. Der fährt doch einfach nur an dir vorbei. Hahaha, Hilfe. So, ist schön, wie du das machst, aber... Ja. Ich werde hier wieder... Ja. Okay, mit dem ist eigentlich nicht gut Kirschen essen, so wie den Anschein macht. Dann lassen wir mal ein bisschen Abstand. Ne? Was ist, die wollte gerade sagen, Trabi. Nee, aber war keiner, oder? Doch, nee, war keiner. Ja, das wäre ein Ding. Tesla haben sie auch. Guck an. Krajowa, hallo. So, wir wollen machen. Kaufen die Garage. Hier stehen die Autos mit einem Arsch auf der Straße. Der hat den Radlader auf dem Vorgarten. Cool. Da war was.
Als würde ich euren bekloppten Kreisverkehr da fahren. Habt ihr eine Macke? Warte mal, jetzt haben wir den vor der Nase, ne? Gut, viele Konten haben wir nicht. Aber... Warte mal, wenn wir die hier einfach vor der Nase fahren... Guck mal, die sind so nett. Der klappt in jedem Land. Nur in Deutschland nicht. So. Okay. Ah ja, lass mal hier die Garage kaufen. Und so was haben wir hier schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht zusammen, oder? Wenn nicht sogar... Ja, oh Gott, die wollte ich schon voll rumhämmern. Dann hätten wir jetzt aber hier ein neues Auto auf dem Trailer gehabt. Das wäre nicht passend. Würde der Kunde auch nicht so geil finden, glaube ich, wenn wir dann ein Auto anschleppen, was er ja nicht haben will. Ja, vor allem wenn dann noch einer drinnen sitzt, dem das Auto ja noch gehört. Ich glaube, das ist nicht lustig. Ja, ganz schön stramme Kurve hier, aber kommen wir rum. Einfach lenken und Feuer. So, hier ist wieder Kreisverkehr. Oh, wie ätzend. Solange keiner kommt, ist ja okay, aber es ist halt immer gleich doppelspurig und schon steigt exponentiell die Gefahr für so Dinge. Okay, hier ist La Ampel. Sind hier Ikea? Nee, doch. Nee. Warte mal. Ah, noch weiter, okay. Wir folgen der Navigation. Warte mal, wir halten hier an. So, wir müssen nämlich auf die linke Spur. Und stopp, ich sehe die Ampel nicht, verdammt. Doch. Nee, ich sehe die gar nicht. Ja, warte mal, doch da vorne ist doch was. Da! Genau hinter der Katze mit einem Astloch. Hallo? Da haben die ja keine Haltelinien? Nee, da war ein Fußgängerüberweg, okay. Was, das ist eine Straßenbahn? Ey, ist ja voll was los. Wie geil ist das denn hier? Ne, hier Kurven war aber auf jeden Fall eine Garage. Kannst du aber glauben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich gucke mir gerade so viele Sachen nebenbei an, was hier so im Hintergrund alles so viel Zeug rumsteht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal fast verpennt, der Straßenführung zu folgen. Gefährlich auf jeden Fall. Ja, wir haben da schon mal eine Laterne bei erlegt, bei so einem Quark. Ja. Die behaupten auf jeden Fall böse Zungen. So. Nö, ist rot. Ah. Und hier habe ich keine Haltelinie. Dann machen wir so auf Sichtlinie, ne? Bis wir die Ampel nicht mehr sehen können. Vielleicht. So. Genau, da mangelt es schön. Die Katze mit einem Astloch markiert die Haltelinie. So geht das. Na los, komm, schalt um. Hallo? Na danke. Hier fahren nur so eine alten Schaluppen irgendwie gefühlt. So eine kleine Mikroautos. Oh Gott. Ja, komm, ich hätte gesagt, wir ballern hier mal ein bisschen Kohle auf den Kopf, oder? Wollen wir dann gleich eine große Garage daraus machen? Weil das sieht an sich wirklich nicht schlecht aus hier. Ah, egal, hat den Vorteil, wir können ja gleich schlafen. Und wir haben genau gegenüber eine Werkstatt. Boah, ist ja ein Hauptgewinn. Krass, ABS hämmert hier richtig rein. Habt ihr gehört? Wäre kurz angequietscht hat. Ne, was ist denn hier? Hier, Fast and Furious Party. Krass. Supra, Evo, alles am Start. Das ist ja cool. Auf jeden Fall. So, das hätte ich damals bauen können in Need for Speed Underground 1. Sah fast genauso aus. Sehr schön. So wie in Nöwikhof die Garage. Ja, wie geil ist das denn? Hallo, ich bin der neue Besitzer. Ich will das kaufen. Dankeschön. Blub, blub, blub. Wir haben eine neue Immobilie. Hat den Vorteil, wir können hier neue LKWs reinstopfen und neue Fahrer. Weil ich glaube, so langsam ging uns nämlich schon der Platz aus. Und ich habe immer ganz doll Probleme, LKWs zu verkaufen. Wenn wir hier mal modtechnisch irgendwelche LKWs uns angucken, da eine Runde mit drehen. Ja, verkaufen ist da oft immer nicht so meine Option. Ich würde gerne schlafen. Geht das? Nein. Warte. Doch, mach mal nochmal auf. So. Jetzt können wir hier nämlich tanken. Das ist voll geil.
Iberia DLC Spanien, ja. Der war wohl auf einem anderen Spielstand, glaube ich, ne? So. Guck mal, was wir jetzt für eine Imperium-Hütte haben. Dann mal eben mal richtig durchsaniert hier. So gehört sich das. Oh, die sieht voll geil aus. Sehen die alle jetzt immer so aus? Weil ich glaube, das ist ein neues Design, oder? Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber. Ja, kann man mal so machen. So, jetzt will ich aber schlafen hier. Ruhepause. Ja, komm, zieh durch. 18 Uhr, perfekt. Um 3 Uhr morgens. Frederik konnte nicht, macht er nichts. Leute, wir fahren hier beim nächsten Mal weiter. Wir haben eine neue Garage. Ich freue mich. Warte mal, wie weit müssen wir noch fahren? Steht hier gerade nicht. Aber auf jeden Fall kloppen hier wieder die Donations rein. Guck mal, Alvin Chipmunk hat 2700 gemacht. Und ist dann auch im Level aufgestiegen. Cool, heißt, der macht beim nächsten Mal noch mehr. Das gefällt mir. Einkommen. 12.000, fast 13.000 von Philipp. Boah! Dafür hat Martin Rini geschissen. Naja, so ist es. Ich sag ja, hast du Angestellte, geht hier richtig die Post ab. Da machst du Kohle ohne Ende. Ich sag euch, Garagen kaufen ist erstmal gut, dass man die Kohle wegbekommt. Geld auf dem Konto haben wir auch. Okay, guck mal, 4.000. Harry Potter ist auch dabei. Alle da. Cool. So, auf jeden Fall machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Die restlichen Kilometer, die schaffen wir auch noch. Und ich freue mich. Ich bin richtig gespannt, was noch so auf uns zukommt. Aber das werden wir sehen. Also bis dahin, mach keinen Quatsch. Renni hauen. Jetzt haben wir zweimal geschlafen. Jetzt kommen wir zu spät. Ich habe hier Fettfinger. Ich wollte hupen. Wir kommen zu spät auf jeden Fall. Warte mal. Restzeit. Guck es dir an. Ich hab grad. Oh. Ich werde neu starten, glaube ich. Ja. Ich werde den alten Spielstand zurückholen. Freunde, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.